Einen wunderschönen guten Morgen aus dem wildromantischen Untertal. Das ist in Schladming in die Niederen Tauern. Und zwar probieren wir auf die Wasserfallspitze aufzugehen. Ein richtiger Klassiker, zumindest der Schmankerl da herunten in Schladming. Ich bin nicht ganz allein. Die Fabienne und der Christoph sind auch dabei. Die kennt ihr vom Video auf dem Breberaufe oben verlinkt. Viel Spaß, kommt mit. Was euch alles erwartet, erzählen wir gleich. Ab ins Gelände. Ja, wir sind da jetzt ein bisschen Richtung Talschluss reingegangen. Gleich einmal über den Bach rum. Und jetzt geht es Richtung Sandelalm. Wir sind jetzt in ungefähr einen Kilometer zurück reingegangen in das Tal Richtung Riesachfälle. Müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen, wenn ihr da in der Gegend seid. Auf jeden Fall sind wir da bei der Sandelalm gerade. Und jetzt geht es nachher rechts bergauf ins Gelände. Herzen im steirischen Pulver. Ja, wir sind da jetzt ungefähr 150 Höhenmeter aufgegangen, die Forststraßen. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder hinter uns bei den markanten Felsen, dann einmal rechts durch die steile Leiten auf, da liegt aber wenig Schnee. Oder der Forststraßen weiter folgen und das machen wir jetzt. Dann geht es zur Herzmeieralm und dann ins Herzmeier Chor. Das ist richtig cool, laut Karten hat es zwei Teile. Einmal ein bisschen flacher im unteren Teil, dann geht es eine Steilstufe rauf. Dann sind wir im oberen Herzmeier Chor. Und dann geht es die Gipfelflanken rauf, die ist auch ziemlich steil. Vom Schnee her aktuell voll super. Und so mal so ist, dann kriegt ihr gewaltig geile Pulveraufnahmen. Richtig episch. Ja, bis jetzt sind wir alles auf der Forststraße gegangen. Und jetzt geht es endlich ins Gelände. Daumen mal Pi. 300 Höhenmeter bis jetzt. Da unten kommen wir jetzt her. Da geht es weiter zurück rein. Höhenmetermäßig haben wir schon ein Drittel der Tour. 500 an der Zahl. Also da herum ist echt der Wahnsinn. Gelände wie für Skitouren geschaffen. Bombastisch. Wir sind jetzt in dem Herzmeier Chor. Und ja, auch da herum, nach über 600 Höhenmeter, nach wie vor fluffiger, feinster Pulver, wenn das so weiter bleibt. Nachher haben wir es so gut erwischt, dass die Tour echt selten erwischen kannst. Also richtig große Freude bis jetzt. Von da hinten kommen wir jetzt her und das müsste jetzt die erste richtige Steilstufe sein, da rauf ins Chor. Spitzkerngelände. Weiß ich nicht, ob das jetzt in dem Video Sommer kommt. Auf jeden Fall der Hang da drüben oder hinter mir ist eigentlich echt ziemlich steil. Nordseitige Tour. Da müssen schon tipptopp Verhältnisse sein, dass man die einigermaßen sicher und safe durchführen kann, die Tour. Heute sind solche Verhältnisse. Zusätzlich noch genialer Schnee. Wahnsinn einfach.
Einfach ein Wahnsinn da herum. Sonne scheint mir ins Gesicht. Brutal. Aber es geht jetzt gleich noch einmal in den Schatten. Das weiß ich nicht, ob ihr das seht. Da vorne im Schattenhang ist eh schon auf wie angespurt. Alles ist Spitzkerngelände. Wir sind jetzt vom nächsten Steilaufschwung. Man hört es wahrscheinlich her, da bläst der Wind ein bisschen rein. Windbehandelter Schnee, aber trotzdem ganz sichere Verhältnisse, Sicherheitsmaßnahme, Entlastungsabstand. Spitzkerngelände da rauf, lawinentechnisch ganz interessant, gar nicht so ungefährlich. Man sieht wenig Schnee, viel Felsen drinnen, nordseitig. Also eigentlich die perfekte Zutat, dass man da Schneebredel auslösen kann. Aber ja, so sind halt die Schneeverhältnisse. Hört sich einmal. Der Schnee selber passt dafür ganz gut heute. Ja, nach 1000 Höhenmeter sind wir zwischenzeitig bei der nordseitigen Tour wieder einmal in der Sonne. Einfach voll schön, jetzt sind wir im oberen Bereich vom Herzmeier Chor. Die Steilstufen hinter uns gut, der Schnee ist da herum nach wie vor super. Und man sieht jetzt schon gut auf die Wasserfallspitze. Da vorne ist sie. Ja, richtig schön da herum. Im oberen Herzmeier Chor, gewaltige Stimmung, die Sonne lacht uns an, da kann ich auch nur lachen. Und jetzt lasst euch blenden am Handy, am Fernseher, am Computer, wo ihr immer das zuschaut. Da drüben Gleitschneemaler. Jetzt haben wir gerade noch mal eingetaucht in den Schatten und haben die letzten 300 Höhenmeter ungefähr vor uns. Da stellt sich eine brutale Wand auf. Der Gipfel ist echt imposant. Ja, und da geht es jetzt in den Spitzkern rauf. Blick zurück ins obere Herzmeier Chor. Wahnsinn! Da geht es jetzt dem Gipfel entgegen, da raus und dann rechts auf. Sind wir aber auch schon Gewaltschildern gegangen, ja? Spitzkernmassaker! Ja, gestoch. Die Oma da sagen, das ist die Spitzkernhölle. Ja, mir taugt die Hölle da. Hölle, Hölle, Hölle! Wir sind jetzt da herum in der Schatten, wo es da über einen Grat raufgeht, auf einen Wasserfallspitz. Und wir haben uns entschieden, dass wir auf der drüben Seite den Ort drin runterfahren. Darum haben wir jetzt die Ski auch auf den Buckel aufgepackt und lassen es nicht da beim Skidepot. Ja, und da geht es jetzt rauf auf den Gipfel. Viel Spaß! Owe! Ja! Thank you.
Wir hoffen, die Gipfelaufnahmen haben euch ganz gut gefallen. Das, was wir ursprünglich vorher vorgehabt haben, die Überschreitung da oben und in die Rinne rein, haben wir gesagt, das lassen wir gut sein. Wir haben nämlich beim Aufgehen einer Schatten noch eine Rinne gefunden, die ist unverspurt. Haben wir uns den Schnee angeschaut, der schaut ganz gut aus und jetzt zeigen wir euch die Abfahrt, beginnend mit der Rinne, die dann praktisch auf der Ostseite runter geht und eine reine Nordrinne ist. So, da lada! Wird schon passen. Passt, geht da hin. Das darf halt dann die Hängstühle sein, ist aber nicht so schlimm. Ich fahre jetzt da unten raus, warte da draußen auf dich, gell? Super! Bravo!
ist gut gegangen. So geil. Jawohl. Ja, wir sind jetzt wieder gut angekommen beim Parkplatz von der Waldhäuselalm. Genau. Insgesamt bei der Tour 1400 Höhenmeter und 18 Kilometer zu machen. Resümee machen hörst du jetzt vor, Christoph. Du darfst anfangen. Ja, war eine nette Tour. Super. Cool, lässig. Schöne Rennen, ja. Da waren wir schon gesteckt geblieben ein bisschen. Alles ist schon ausgegangen. Super. Fabienne? Voll gut war es und Pulverschnee haben wir auch gefunden. Ja. Und du darfst jetzt erklären, warum wir den Pulverschnee gefunden haben. Da gibt es nämlich so einen Pulverspezialisten im Steirischen, gell? Ja, der Paul Soramin hat uns die empfohlen, der Papa. Genau. Mhm. So schaut es aus. Steirischer Pulver. Der Paul, kennt ihr ja vor ein paar Videos von mir, unbedingt beim Paul vorbeischauen auf der Seite paulsoramin.at, verlinke ich euch. Der weiß, wo der Pulver zum Finden ist. Und wir haben heute sogar noch einen unverspurten Ring gefunden, voll geil. Der war ungefähr schwer zum Beurteilen, weil es pulverig war, da kommt alles ein bisschen leichter vor. Ich schätze mal so 40 Grad steil. Geht natürlich alles nur die ganze Tour, wenn es von der Lawinensituation her bombensicher ist. Die gesamte Tour, es waren da ein paar Übergänge drinnen, von wenig zu viel Schnee, ein paar Steine, die ja ungut rausgeschaut haben. Also es ist generell noch relativ wenig Schnee da in den Niederen Tauern. Wenn ihr es machen wollt, wart vielleicht noch ein bisschen auf die Tour. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und wer das erste Mal zuschaut, nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.